Guten Morgen, meine Lieben, von der Nürburgring-Nordschleife. Genauer gesagt, Posten 200 da, die sogenannte Tiergartensenke. Findet statt Rennen 2 der NLS VLN. Am Start etwas unter 100 Autos. Wetter bewölkt, 19, 20 Grad, also gut zum Aushalten. Noch ist es trocken. Wir haben jetzt ungefähr in der Hälfte, noch 2 Stunden. Beim 24-Stunden-Rennen werde ich dann 100 Meter weiter oder 200 Meter weiter oben rechts auf Posten 201 sein, nach Stand von heute. Bin ich dann, wie gesagt, auf Posten 201. Ein sogenannter High-Speed-Posten. Da oben in der hohen Rhein-Schikane dann. Ja. Und die Nürburgring ist ein bisschen verschwunden. Die ist da hinter den Bäumen jetzt. Da oben die Graf-Ulrich-Halle und die Feuerwehr. Ja, also wie gesagt, ziemlich wenig Autos auf der Strecke. Gestern waren es 117, heute sind es unter 100. Ja. Es ist schön, dass es wieder losgeht, aber natürlich sehr traurig, dass wir nur so sehr wenig Autos haben. Naja, nächste Woche wieder 2 NLS-Läufe im Rahmen des 24-Stunden-Qualifier-Rennens. Da werden es dann vielleicht 10 oder 20 Autos mehr sein. Ich habe mir hier ein bisschen gemütlich gemacht. Mein Campingstuhl, Käffchen. Da oben ist die Bilsteinbrücke. Ja. Da hinten ist die Pistenklause. Jetzt in Runde 15 und es führt der Abt Lamborghini Huracan vom Falken Porsche und dritter, und das freut mich sehr, ist der Klickenhaus SCG, aktuell auf dem Autositz Lenz David Arnold, und an vierter Stelle der nächste Lambo und an fünfter Stelle der Grello. Ja, ich lasse jetzt mal laufen. Die ersten drei müssten eigentlich so in wenigen Minuten hier wieder vorbeigeflogen kommen. Wir schauen mal. Ja, ihr seht, viel Leerlauf, ne? Viel Leerlauf. Ja, ist ja klar, unter 100 Autos, ne? Auf 24 Kilometern verteilt. Ja, da ist ja nicht so viel los, ne? Können die Sportwarte das ganz, ganz locker und entspannt sehen. Kein Stress. Ja, ich glaube, jetzt hat 10 Sekunden keiner gekommen. Ja, wir lassen es einfach mal laufen, damit ihr mal einen Eindruck habt, wie viel oder wenig hier los ist. Fahren wir langsam fahrende Porsche. Es gibt einmal die weiße Flagge. Zeichen dafür, dass wir ein langsam fahrendes Fahrzeug auf der Strecke haben. Und wie gesagt, ich lasse es jetzt mal laufen, bis die Führenden dann kommen. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Und wir warten und warten und warten. Das ist schade, dass hier so wenig los ist. Da ist in jeder GEP und RCN natürlich mehr los. Ne? Aber gut. So, da haben wir schon mal den Lambo von der Clip.
Spritversicherungsbranche. Ich glaube, der Teameigner kommt aus Pattensen, glaube ich. Adrenalin-Auto fährt auch wieder. Wir hatten vorhin einen kleinen Reifenschaden. Aber ich glaube, bei denen ist das ABS ausgefallen. Aber eventuell haben sie das wieder in den Griff gekriegt. So, da ist der führende Lambo. Oh, oh, was hat er denn das? Oh, der qualmt. Warum qualmt der? Das sah jetzt nicht so gut aus. Da, der Grillo. Dann der Falken. Oh, der Grillo jetzt auf 2. Und der Falken Porsche auf 3. Da müsste jetzt gleich der Klicken auskommen. Hier ist der Audi. AMG. Wir warten noch auf den Klicken aus. Ich warte immer noch auf den Klicken aus. Da scheinen sich die Positionen jetzt verändert zu haben. Ich gucke gleich noch mal ins Live-Timing. Kann natürlich auch sein, durch Fahrerwechsel, Tanken, dass sich das ein bisschen verschoben hat. Ich werde gleich nochmal ins Live-Timing reinschauen, aber wie gesagt, ich warte immer noch auf das Klickenhaus-Auto von der Scuderia Cameron Klickenhaus. Oder ist er in eine Box gefahren, da muss ich gleich nochmal in den Livestream reingehen auf YouTube. Denn wie gesagt, da oben hinter dem Baum ist der Posten 201. Da werde ich dann mal um 24 Stunden rennen als Marshall tätig sein. Ich warte immer noch auf den Klickenhaus. Den verpasst oder war er in der Box? Da ist er! Da ist er, der SCG! Ein geiles Auto! Jawohl! Sehr schön! Meld mich gleich wieder! Ja, Positionen haben sich so ein bisschen verschoben. Also es führt jetzt der Grillo vor dem Falken Porsche. Und der Abt Lamborghini ist zurückgefallen auf 3. Der hat in der letzten Runde 22 Sekunden verloren, also da war irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe auch hier oben gesehen, dass er gequalmt hat. Ich weiß nicht, ob er jetzt in der Boxengasse ist, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Klickenhaus ist jetzt auf 7 oder 8 zurückgefallen. Wir haben aber einen Fahrerwechsel gemacht, da sitzt jetzt nicht mehr der Lenz David Arnold drin. Also wie gesagt, da hat sich ein bisschen was getan. Vierter ist Mercedes. Ja, ein herrlicher Tag. Wunderschön. Ein Träumchen. So, aktuell führen 3 Porsche vor Mercedes und Lambo. Die haben wir jetzt einfach gelb, das bedeutet Überholverbot. Gefahrenstelle oder Ankündigung Doppelgelb. Jetzt kann ich nicht erkennen, was der Kollege da oben macht, ob der Doppelgelb macht. Das sehe ich jetzt nicht. Der kann ich nicht erkennen. Aber ich denke mal, dass da oben Doppelgelb ist. Ja, also gestartet sind heute traurige 94 Autos und momentan haben wir unter 90. Ich glaube 88 oder 87 Autos nur noch im Rennen.
Das ist natürlich schon sehr wenig, ne? Kollege da oben macht Doppelgelb, weil sie dann deutlich vom Tempo runtergehen. Doppelgelb ist dann 120 Gefahrenstelle auf der Fahrbahn, Überholverbot natürlich logischerweise, und es könnte dann eine Code 60 folgen. Müsste ich gleich noch mal in den Livestream gehen, um zu sehen, ob ich da vielleicht was erkenne, ob da oben Unfall ist oder irgendwas anderes passiert ist. Ja, wie ihr seht, seht ihr nichts, ne? Ja, wie gesagt, unter 90 Autos. Das ist traurig. Oh, mal locker 10 Sekunden kein Auto. Ja, schade. Kannst du dir noch eine Zigarette drehen zwischen den Autos hier kommen? Ja, ich glaube, ich erkenne Doppelgelb da oben. Also muss auf jeden Fall eine Gefahrenstelle auf der Fahrbahn sein. Auch gut möglich, dass dann dahinter Code 60 folgt. Schaltet runter, bremst, ja, ja. Das Doppelgelb da oben, definitiv. Ja, zack, jetzt wieder grün. Also wieder alles in Ordnung, ja, Gott sei Dank. Ja, die Autos, die jetzt kommen hier, die haben natürlich keine Zeit verloren. Die Autos, die vorher da in der 120er waren, die haben natürlich einige Sekunden verloren. Macht er wieder gelb, eben gerade grün. Aber ich hätte richtig verstanden, jetzt ist doch wieder doppelgelb. Was ist das denn? Ah, komisch. Ah, ich muss ja nicht alles verstehen, alles gut. Alles gut, ich werde schon wissen, warum. Ja, die ersten beiden Porsche, der Grillo und der Falken, die sind im hundertstel Bereich Abstand. Ein ganz harter Fight zwischen den beiden. Der Falken, Porsche gestern unter anderem mit Nico Menzler, hat ja gestern das Rennen gewonnen. Konrad Lambo. Mindestens noch drei Lambos im Rennen. Der Konrad Lambo, der Abt Lambo, der von McChip, den habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, glaube ich. Ich drücke zwischendurch immer mal wieder auf Pause, damit es nicht zu langweilig wird. Kann auch nichts dafür. Ja, da sind sie, die beiden, der Grillo und ganz dicht hinter der Falken Porsche. Ja, die geben sich so ordentlich, die beiden. Jetzt der nächste Falken Porsche an dritter Stelle, dann der Lambo von Abt, dann der Haupt-Mercedes, das sind die ersten fünf. Jawohl, also die ersten beiden ein bisschen vorne weg. Da ist der Lambo von McChip, jawohl, die sind auch noch dabei, also drei Lambos haben wir noch im Rennen.
ich hatte zwischendurch mal auf Pause gedrückt, weil 20 Sekunden lang keiner kam. Ja, der Aston Martin. So, mal gucken, wann der Klicken rauskommt. SCG. Ja, da war mal wieder eine Pause von 20 Sekunden. Kommen mal wieder zwei Autos. Kevin Sports. Und der ist laut, aber ziemlich langsam. Also da scheint auch nicht ganz zu laufen. Warte mal auf die SCG. Smirnoff BMW. Da ist er, jawohl. Kann man klicken aus. Geiles Auto, geiles Team. Jawollo. Sehr schön. Okay, mal wieder eine rauchen erstmal. Ein kleines Päuschen machen. Nur mal für den Fall, wenn einer fahren sollte, wie hier so das Wetter am Nürburgring ist. Sehr angenehm, ne? Ja. Eine Stunde vor Rennende. Haben wir drei Porsche auf den ersten drei Plätzen. Der Mantai Grillo, dann die beiden Falken Porsche, dann kommt der Haupt-Mercedes. Nee, doch der Haupt-Mercedes. Dann der Abstambo. Und an sechster Stelle der Schlittenhaus SCG. Eine Stunde noch. Oh, ne Hut. Ne Hub, schrapp, schrapp. Ja. Truppe müsste eigentlich auch so langsam gleich mal kommen. Aber da ist der Konrad Lambo.
wird gleich der Falken Porsche kommen. Der Abstand hat sich vergrößert. Und wo sind die beiden Falken Porsche? Da heißt der Lambo vom Abteam. Oh, der fährt langsam, der Falken Porsche. Was ist da los? Warum fährt er so langsam? Na, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Die Strecke ist frei, ich sehe keine Flaggensignale. Da ist der Haupt-Mercedes. Ein Falken Porsche fehlt. Ist der in eine Boxengasse gefahren? Zum Tanken, das kann natürlich sein. Okay. Vermisse den zweiten Falken Porsche. Ich gehe mal an davon aus, dass der zum Tanken und Fahrerwechsel reingefahren ist. Und das Scuderia Klickenhaus müsste eigentlich auch gleich kommen. Ja, kleine Zusatzinfo, so wie ich es mir auch gedacht hatte. Der eine Falken Porsche ist leider ausgefallen, die Nummer 3. Der hatte hier auf der Döttinger Höhe bei ca. 250, 260 ist der Reifen explodiert, mehr oder weniger. Er konnte das Auto gerade auf der Strecke halten und dann in die Box rumpeln. Es führt jetzt der Abt Lambo vor dem Rello und vor dem Haupt-Mercedes und von hinten aus. Also ein Falken Porsche ist noch dabei, der Gewinner von gestern. Ich glaube, die sind auf jetzt vierte oder fünfte Stelle. Die Nummer 3 ist leider draußen. So, die letzten 10 Minuten des Rennens sind angebrochen und das wird doch noch mal spannend. Es führt noch der Lambo, aber der Rückstand wird immer weniger. Waren eben gerade nur noch 10 Sekunden auf den Grillo und der Falken Porsche war in der letzten Runde auch noch mal schneller als der Mantel Porsche. Also es wird noch mal richtig spannend. Eine Runde haben wir noch. Die Führenden müssten eigentlich gleich hier vorbeikommen. Jetzt mal der Vorsprung ist noch enger geworden. Ich weiß nicht, ob dem Lambo der Sprit ausgeht oder irgendwelche Probleme. Aber der Rückstand ist deutlich geringer geworden. Die müssten eigentlich gleich hier durchgeflogen kommen. Oh, da ist der Grello. Ist er jetzt vorne? Wo ist denn der Lambo? Hat er den Lambo schon überholt, dann hat er aber irgendwelche Probleme. Ist der Grillo jetzt vorne? Da muss ich jetzt mal gucken, wer kommt denn jetzt als nächster? Der Falken Porsche? Tatsächlich der Falken Porsche. Was ist denn mit dem Lambo los? Ist dem Lambo der Sprit ausgegangen oder sind die nochmal eine Box? Ich habe das jetzt im Livestream leider nicht verfolgt. Aber der Lambo, wo ist er denn? Entweder musste er noch mal rein, weil er zu wenig Sprit hatte, oder ist was passiert. Aber es wird jetzt der Grello vom Falken Porsche. Was ist mit dem Lambo vom Abteam? Da ist der Haupt-Mercedes. Ja, also der Lambo fehlt. Muss ich gleich mal ganz kurz in den Livestream gehen, was mit dem Lambo los ist. Wie gesagt, geht jetzt in die letzte Runde. Also, das wird jetzt sehr, sehr spannend aus vielerlei Gründen. Wir haben noch 1,5 Minuten. Der John Pepper auf dem Abklammer. Gerade Brünnchen durch. Der darf nicht zu schnell sein, sonst muss er noch eine Runde. Und der Grello hängt ihm im Nacken 5 Sekunden dahinter. Also fährt er noch eine Runde da ab, dann wird er das Rennen verlieren. Der darf also nicht zu schnell fahren, weil es geht sich ganz knapp aus, ob die Uhr 16 Uhr, ob er vor 16 Uhr oder nach 16 Uhr über die Ziellinie fährt. Er darf nicht zu schnell sein. Da ist er. Und dahinter ist schon der Grello. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zeit gleich abgelaufen ist. Das ist ganz, ganz, ganz knapp. Da muss ich gleich gucken. Oh, oh, oh. Wie gesagt, da muss ich live gehen. Ich weiß nicht, ob die Uhrzeit gleich abgelaufen ist. Oder ob er noch eine Runde extra fahren muss. Gleich kommt der dritte Falken Porsche. Da ist er. So, ich werde jetzt gleich mal kurz umschalten, ob es gereicht hat oder ob er noch eine Runde fahren muss. Dann halt mich gleich wieder.
Ja, Leute, also wenn ihr euch das im Livestream angeguckt habt, dann habt ihr gesehen, was da passiert ist. Es ist ja unglaublich. Der Jordan Pepper war noch so 2-3 Sekunden ungefähr vor dem Grillo, wollte dann aber nicht zu schnell sein, hat dann Tempo rausgenommen. Und auf den letzten 100 Metern ist der Grillo noch vorbeigegangen mit ungefähr 0,4 Sekunden. 4/10 hat der Grillo noch gewonnen. Alter Schwede, das hat der Pepper aber schön vergeigt, das Ding. Also, der Grillo gewinnt das Ding vor Jordan Pepper auf dem Abklambo und Kinder der Falken. Eieieiei, das hat aber nicht ganz geklappt. Leck mich am Arsch. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ich fahre jetzt nach Hause, lege ein paar Steaks auf den Grill. Schönes Bierchen aus dem Kühlschrank und dann mache ich mir einen schönen Sonntag mit meiner Inka. Lasst es euch gut gehen.